Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Bridge Crew. Wir sind wieder in VR unterwegs. Diesmal wieder mit der USS Aegis, das ist das Schiff hier oben. Und wir haben natürlich wieder unseren Kommandanten Stormcreeper. Hu! Hallo! Bist du mittlerweile Lieutenant Commander? Nee, noch nicht. Oh. Dann haben wir ein neues Mitglied. Das ist der liebe Foley, der setzt heute mal den Pan. Hallihallöchen! Hi! Was machst du, Foley? Was wirst du gleich übernehmen? Ich bin Scotty, Chekov, wie auch immer, ich weiß gar nicht genau. Oder also, bin ich Spock? Der Ingenieur. Nein, du bist Scotty. Oder okay. LeVar Burton mit dem Visier hier, wie hieß er? Jordi. Genau. Genau. LaForge. Und dann haben wir natürlich Cyberdeck 811. Oh. Du machst heute den... Den taktischen. Genau, denn ich habe heute den Job des Steuermanns, damit wir einfach mal was anderes sehen. Andere Perspektive und andere Knöpfe, ist toll. Und wir machen Episode 4, weil letztes Mal hatten wir Episode 3 mehr oder weniger gut überlebt. Und ja, überlebt, ja. Schiff, nein. Ja, die paar Kratzer, ne? Hat halt eine Weile gedauert, genau. Die Kratzer wieder rauszukriegen. Richtig, deswegen etwas länger Landurlaub, aber... Man muss dazu sagen, es ist nicht einfach, immer vier Leute gleichzeitig zusammenzukriegen, die auch VR und das Spiel haben. Aber gut, Episode 4, übrigens, wenn ihr da zu Hause spielt und das alleine spielt, ja, dann ist es eigentlich relativ einfach, weil man dann automatisch in eine deutsche Community reingesetzt wird, was ziemlich cool ist, das funktioniert einwandfrei, haben wir auch schon getestet, wenn dann zwischendrin nicht irgendwelche Kinder kommen und den Offizieren führen, das hatten wir auch schon. So, Episode 4, Überleben des Stärkeren, als ihr schwer beschädigtes Schiff, ja, verfolgt wird, muss die Crew der Aegis all ihr Können und ihr Einfallsreichtum einsetzen, um zu überleben und den Verfolgern zu entkommen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, oh. Ja. Es kann halt sein, dass wir uns auch mal verstecken müssen. Gut, okay. Ja. Gut. Dann legen wir mal los. Dann starte ich mal. Computerlogbuch Sternzeit 2258,207. Wir haben Probleme. Unter Warp-Geschwindigkeit haben wir eine massive Subraumstörung durchquert. Das hat uns stark vom Kurs abgebracht und die Aegis schwer beschädigt. Unser Warp-Antrieb ist ausgefallen, der Impuls angeschlagen. Wir sind den Klingonen nicht entgangen. Eine große Streitmacht verfolgt uns und ihre Schiffe können jederzeit eintreffen. Oh. Oh. Feuer auf der Brücke. Was? Oh. Da. Captain Hamburg. Öffentliche Kühlstelle. Kolonische Erkundungsschiffe nähern sich uns. Eintreffen in 90 Sekunden. Oh, oh. Oh, dann gehen wir mal gleich mal auf Alarmstufe Rot. Die Schilde bitte starten. Schilde angestartet, ja, Captain. Wir haben massive Schäden. Ich schicke die Reparaturcrews los. Genau. Boah, der Impulsgeschwindigkeit wird das Schiff beschädigt. Ja. Schilde sind oben. Gut, Schilde sind zumindest schon mal oben. Zivilisten. Auch noch. Oh Gott. Verdammte Nase. Captain, scannen wir mal Anomalien. Ja, das wäre schon mal eine schlechte Idee. Und wir wissen, inwiefern die uns schädigen. Irgendwas hat uns getroffen. Der Warp-Kern ist kritisch. Meine halbe Crew ist tot. Bitte, Sie müssen uns helfen. Die Anomalie wird unsere Systemfunktionen nur gering beeinträchtigen. Oh, wo sitzen die denn? Optional. Damit riskieren wir, das Schiff zu beschädigen. Der Warpkern der Herodotus zeigt starken Kühlmittelverlust. Sie werden keine Zeit haben, ihn zu reparieren, bevor der Zustand kritisch wird. Wir können die Überlebenden unterbringen, auch in der derzeitigen Lage. Captain, E5 Kundschafter, ja. Alpha 5, Alpha 1. Hat uns noch nicht gesehen. Okay, die haben uns noch nicht gesehen. Der steuert aber direkt auf uns zu. Da ist immer eine Erfassungsreichweite von ihm. Ich stelle mal kurz. Die sind unsere Erfassungsreichweite momentan auf 10 Kilometer, ja. Das steuert genau auf uns zu, das ist natürlich schlecht. Aber wenn wir Glück haben, die fahren die Anomalie. Oh, der sollte uns, wenn er durch die Anomalie fährt, sollte er uns erstmal nicht erkennen. Captain, genau, erstmal. D5 Kundschafter. Ah, scheiße, er fliegt nach. Oh, Geschwindigkeit. Okay. Und was wurden jetzt. Achso, unsere Schilder sind aktiv, ja. Captain. Sie ja. Gleich in unserer Reichweite. Ja, gut, dann sind wir frei. Zweiter. Sind die Phaser wieder fit? Ja, sind fit. Gut. Sind fit. Torpedos haben wir auch. Das Ziel ist gescannt. Bitte die Waffen stören. Störung läuft. Phaser wieder beschädigt. Oh.
Ich nehme an, die Reparaturcrews sind noch unterwegs. Wie schlimm sieht's denn aus auf unseren verschiedenen Decks? Schilde bei 80%, Torpedos bei 60%, Antriebe bei 30%, Scanner bei 80%, Phaser bei 58%, Warpcamp fast wieder stabil. Okay, gut. Wow. Ich würde gerne erstmal die Feder kriegen und danach bitte die Schilde. Schilde des also, Kundschafter sind unten. Dann Torpedos, sind die schon aktiviert worden? Sind scharf, müssen aber noch. Okay, gut. Dann weiter feuern. Vielleicht können wir den auch mit unseren Fäsern. So, ein Torpedo ist unterwegs. Und der sollte, glaube ich, auch reichen, der eine. So, dann bitte das nächste Ziel, die Waffen schädigen. Oh, überlebt er noch. Ah, jetzt im Jahr, gut. So, bitte Waffen schädigen, zerstören. Schilde auf 21%, Captain. Ich habe Bienenverfolgung aufgenommen. Bin hinter ihm. Das ist natürlich gut. Oh, neues Schiff. Neues Schiff. Wir stehen unter Feuer. Kommen wir vielleicht in das All? Können wir vielleicht in das Asteroidenfeld den Punkt setzen? Dort ist die dieses zivile Schiff. Die Here. Lotus. Genau. Weil ich lese gerade, dass diese Crew uns bei der Reparatur hilft. Dann bitte Kurs setzen und Bird of Prey ausrichten und gescannt. Hinfliegen. Richter aus. Warpcam bei 100%. So, Schilder, die sind jetzt down. Bereit für Impuls? So, gut, Impuls. Impuls. So, wollen wir hoffen, dass unser Schiff das aushält. Impuls geht. Ach, Energie, jetzt. Wir müssen noch. Ja, volle Energie bitte auf die andere. Dazu die Fähigkeit auf 1 verringern. Und eins von den Schilden runternehmen. Antrieb noch geschädigt. Nicht gut. Temperatur läuft. Das ist wirklich nicht gut gerade. Weiteres Schiff im Anflug. Ich kann uns gar nicht rausbringen. Mit dem Antrieb machen. Ja. Das ist natürlich schlecht, unsere Schilde sind down. Der tat weh, Captain. Ja. So. Captain, multiple Schäden. Ja. So, die Schilde von, oder die Waffen von den Alpha 2 Kundschaftern sind wieder aktiv. Ja. Das war's, der Impulsantrieb ist ausgefallen, Captain. Ja. Nicht nur das, unsere Schilde sind down. Antrieb ist ausgefallen, Captain. Kann nicht mehr lenken. Jetzt sogar. Okay. Captain, Freude auf eigenes Ermessen. Achtung, Hülle auf 2. Für dich. Ich will jetzt nicht pessimistisch klingen, aber es war eine Ehre, mit ihm zu dienen. Er ist tot, Tim. Tim ist tot. So, ich glaube, ich weiß, wie wir hier links, die Blonde hier ist gerade umgefallen. Mediziner auf die Brücke. Und oh. Ja, lass den Mediziner weg. Hat sich erledigt. Das lief ja gut. Oh, Mission gescheitert. Ich war zumindest lieber so beim nächsten Mal angehen, die Mission. Da sollte man nicht so lange fackeln und gleich gucken, dass wir mit dem Impuls in das Asteroidenfeld kommen. Wir hatten halt das Problem, dass wir gleich am Anfang aufgegangen sind. Ne? Ja, wir waren richtig, da dran, genau. Plötzlich pff, war ich wie groß wie eine Blase. Ja. Hat irgendwie mal die Schilder das angemacht? Ist anders. Ja. Ja, neu gemischt. Okay, nochmal. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Computerlogbuch Sternzeit 2258,207. Wir haben Probleme. Unter Warp-Geschwindigkeit haben wir eine massive Subraumstörung durchquert. Das hat uns stark vom Kurs abgebracht und die Aegis schwer beschädigt. Unser Warp-Antrieb ist ausgefallen, der Impuls angeschlagen. Wir sind den Klingonen nicht entgangen. Eine große Streitmacht verfolgt uns
und ihre Schiffe können jederzeit eintreffen. So, da sind wir wieder. So, bitte sofort die Reparaturen ausführen. Ich würde gerne sehr fix unseren Impuls eintreffen in 90 Sekunden. Unseren Impulsantrieb wieder flott kriegen. Reparaturkurs sind unterwegs. Captain, scanne soweit ja. Schon mal Anomalien. So, genau, die Anomalien schon mal scannen. Unsere Erfassungsreichweite liegt jetzt bei den Schilde gesenkt, Torpedos entschärft. So, gut. Bitte mal nach links wegdrehen. Ich empfange ein Notsignal. Zivilisten. Ja, links. Ich hab doch gebrochen. Öffne den Kanal. Der Herodotus. Irgendwas hat uns getroffen. Anomalien sind gefährlich. Meine halbe Kruft wird. Energieknoten und verringert die Sensoren. Das könnte direkten Schaden am Schiff verursachen. Bitte mal. Die Daten auf ihre Konsole. Der Warpkern der Herodotus zeigt starken Kühlmittelverlust. Sie werden Kurs auf das Asteroidenfeld nehmen. Kurs gesetzt, Captain. Wir können die Überlebenden unterbringen. Auch in der derzeit. So, Energie dafür die auf die Antriebe. Also volle Energie auf die Antriebe. Nehmen Sie ruhig vom Schiff. Ja, genau. Wunderbar. Der Klingon hat uns noch nicht entdeckt, Captain. Ja, Antrieb über 60%. Sind ausgerichtet? So. Können wir hin? Bereit für Impuls? Gut, dann Energie. Energie! Warpcam bei 90%. Schädel wieder beschädigt. Laser Phalanx beschädigt. Photonen Torpedo Schilde beschädigt. Sensor Phalanx beschädigt. Klingt ja nicht sehr erbaulich. Nee, also. Wenigstens ist diesmal kein Feuer. Ja. Kritische Schäden bei den Torpedos, kritische Schäden am Schild in der Mitte. Gut, Captain, bitte schwer parieren. Captain, so, was haben wir denn da? Objekt voraus. Bitte scannen. Vermutlich wegen des beschädigten Kerns. Ich sende neue Daten. Gefährlich, Captain. Ich sag's nicht gerne, aber Dann bitte feuern. Geht nicht. Da ja, bitte ein bisschen beschädigt. Achso, Phaser sind noch beschädigt. Gut. Reparatur läuft. Gut. Ich nehme an, jetzt sind momentan die Schilde und die Phaser auf Reparatur. Klingone. Phaser, Antriebe und Schilde. Oh, das ist natürlich schlecht. Was ist das? Der Klingone nähert sich dem Krater, Captain. Oh. Weiteres gefährliches Objekt. Captain. Ja, bitte links. Bitte kurz Maschinen stoppen. Maschinen stoppen. Mach mal nach. So. Wir Phaser sind bei 50%. Captain, ich scanne zusätzlich noch Anomalien. Genau, das wollte ich mich gerade noch sagen. Ich würde gerne wissen, ob die gefährlich sind. Anomalie verdunkelt sich. Meinen Daten zufolge. Verringert die Sensor. Okay, wollen wir da reinfliegen? Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole, Captain. Rein, theoretisch reinfliegen, sehen wir dann auch weniger. So. Zweiter Klingone, Captain. So. Oh, das gibt's doch nicht. Schießen weiter auf den Frachter. Da haben wir dann Bird of Prey, Speer. Die schießen drauf, das ist schlecht. So, bitte mal. Reichweite. Wir gehen jetzt mal auf Gefechtsbereitschaft. Wie sehen die Reparaturen aus? Schild 40%, Phaser bei 70%, Antriebe 75%, Warpkern 75%, Torpedos 9%, Scanner bei 50%. Langsam den Klingon nähern. Nähere mich. Phaser in 40 Sekunden vollständig repariert. Captain sind noch außer Scannerreichweite. Ja, das hatte ich bedauerlicherweise gesehen. Können wir mal gucken, ob wir die vielleicht gescannt bekommen und gebeamt bekommen, ohne dass die entdecken. Oh, jetzt kommt da noch ein dritter. Könnt ihr die Crews von der Phaserbank zum Scanner schicken? Ja, machen die das bitte. Ach, bitte der Herr Rodotus, 54%. Oh, wir sind jetzt nur noch auf 6,5 Kilometer erkennbar. Bird of Prey, welcher uns nähert. Rückwärtsgang. Oh, der kommt nah, Captain. Ja. Er dreht ab. Doch nicht.
bitte nach rechts abdrehen. Er dreht nach links, nämlich. Dreh nach rechts. Phaser bei 100%. Gut. Third of Prey gescannt, Captain. Oh, die weiteren Systeme. Größer, Vorsicht. Ja, wir haben uns, sind aus der Anomalie raus. Kurs auf die Anomalie, Captain. Third of Prey stören. Jetzt. Bitte mal die Geschwindigkeit auf so 2000 ist Max. Ne? Gut, wir sind wieder drin. Ja. Kurs auf die Anomalie. Gut, er kann uns jetzt erstmal nicht sehen, auch noch nicht stören. Noch nicht stören, wir wollen uns noch nicht aufmerksam machen. Ah, da drin ist auch noch ein unbeständiges Objekt. Dreh ab. Übertrage die Daten auf Ihre Konsole. Unbeständiges Objekt gefährlich, Captain. Oh, jetzt kommt noch einer. Wenn er den Kurs nicht wechselt, sieht er uns nicht. Wir versuchen mal. Wo wissen die eigentlich, dass wir hier sind? Knapp. Wo könnte man noch? Könnten wir noch hin? Aber wir können nicht schon wieder Impuls machen. Wie weit ist denn der Impuls repariert? 76%. Kann aber eine Kuh vom Schild abziehen. Wir dürfen uns von der Anomalie entfernen. Er hat uns nicht gesehen. Hinter uns! Oh, hinter uns kommt jetzt noch ein Warbird. Sehr schön. Wir setzen mal. Die Materiekammer fällt aus. Ein Zusammenbruch des Warpkerns steht bevor. Was? Ich schätze, nach links wegdrehen. Vielleicht können wir uns dann. Weil da ist gerade eine große Lücke. Vielleicht können wir uns jetzt diesem Schiff nähern. Sehe die Lücke. Schildgenerator bei 100%. Braucht mehr Treibstoff. Mehr Energie. Mehr Energie auf die Antriebe. Werde sofort scannen, Captain, wenn wir in Reichweite sind. Unsere Erfassungsreichweite ist wahrscheinlich gleich. Was wir ja aufgehen. Ich versuche so lange wie möglich an der Anomalie lang zu surfen. Oh, großer Brocken voraus. Wir. In Scannerreichweite, Captain. Scannerreichweite, gut, dann scannen Sie mal. Wow. Oh Gott. Die folgen uns, aber haben uns noch nicht gesehen. Ja, sehe ich. Das ist aber ein sehr, sehr enger Korridor. Der vor mir hier macht mir Sorgen. In 30 Sekunden. Ja, mir auch. Und der rechts auch. Oh Gott. Oh shit. Wir sind gleich. Der dreht aber hier gleich ab. Andere aber nicht. Okay, das war's. Gut, Schilde hoch. Schilde starten. Schilde werden gestartet, Captain. Oh, nochmal. Wir könnten mal versuchen, die Region zu wechseln. Vielleicht kommen die mit. Vielleicht können wir sie da abschütteln. Setzen Sie bitte mal Kurs auf die Barton-Wolke. Captain, Herodotus zerstört. Herodotus wurde zerstört. Ja, das ist schlecht. Hat sich damit erledigt? Gut. Kurs gesetzt, ja, Captain. Gut. Kurs gesetzt. Schiff dann ausrichten und Kurs nehmen. Oder in der Energie. Bitte. Was können wir denn noch umleiten? Phaser, die haben nur eine Energie. Bitte etwas Energie von den Schilden runternehmen und auf die Antriebe setzen. Captain, werden beschossen. Das ist unglaublich. Ah. Impuls auf eigenen Befehl? Ja, auf eigenen Befehl. Wenn ausgerichtet, Energie. Energie, Captain. Sehr gut. Das wird uns natürlich auch wieder ein bisschen zurückschmeißen bei der Reparatur. Torpedos vollständig zerstört. Sensorphalanx beschädigt. Das heißt, wir müssen, wenn überhaupt, ohne Torpedos jetzt arbeiten. Sehe ich das richtig? Oder höre ich das richtig? Torpedos sind aktuell komplett inaktiv. Ja, das ist alles. Ich sehe nur gelbe Punkte. Wow. Alles gelb. Schilde weiter ein. Also wir müssen noch 10,5 Minuten überleben. Mit Reparaturen ausführen und haben wir hier Anomalien. Ja, auch bitte den Anomalien nähern und scannen. Nähere mich. Und weitere Reparaturen ausführen. Scanne, sobald wir in Reichweite sind. Welche Subsysteme sind denn bei uns noch defekt? Oder alle. Vollständig zerstört? Okay. Dann vollständig zerstört. Links. Schild. Bitte nach links abdrehen. Scheiße, da dreh ab. Ja, wir waren zu schnell. Ach, ja.
waren etwas zu schnell. Die Schilde, sind werden die geladen oder sind die noch inaktiv? Schilde sind noch gesenkt, aber ein. Wir stehen hier unter Beschuss. Okay, gut, das heißt, die müssen erst wieder auf. Anomalien sind gefährlich, Captain. Dann bitte das feindlich Klingonenschiff scannen, die Waffen stören und mit Phasern befeuern. So, Schilde sind hochgefahren. Die Schilde haben sich wieder geladen. Captain, Torpedos sind wieder einsatzbereit. Echt? Gut. Dann bitte mal die Schilde noch etwas... Ein feindliches Schiff gescannt. Ja, weiteres feindliches Schiff. Wir suchen uns mal den nächsten Kurs. Captain, da waren Torpedos sind scharf geschalten. Die ist hier Orbit, da können wir nicht hin. Wir können nur noch zum Alpha-Orbit. Wird auch gleich bei uns. Nehmen Sie schon mal Kurs auf den Alpha-Orbit. Aber unsere Systeme sind auch stark beschädigt. Würden wir nicht überleben, glaube ich. Kurs gesetzt, Captain. Ja. Der Kurs wird aber nur berechnet. Wir werden noch nicht abhauen, weil dafür... Wir haben nicht das Problem, Captain, dass wenn wir jetzt nochmal springen würden, wahrscheinlich unsere Systeme eure Torpedo sind. Ab. So. Damit wird das der Kundschafter gut. Nächstes Ziel wäre... Hi, Captain. Wie sehen die Staaten von den Subsystemen aus? Phaserwinkel 60%, Torpedos bei 35%, Wobcam bei 93%, Schilde 40%, Scanner 70%. Welche Systeme werden repariert momentan? Angriffssysteme nähert und Wobcam. Also Waffen sind gestört, das ist gut. Minuten. Unsere Schilde. Ihre 14% Aua. Gut, den Anomalien dürft nicht nähern. Sind Schilde sind unten. Schilde sind weiteres unten. Weiteres feindliche Schiff. Krankenstation schwer beschädigt. Genau, Kurs beginnen. Wir versuchen. Ich glaube, uns bleibt gerade nichts anderes übrig als. Kriegen wir den noch? Zerstört. Kurs ist gesetzt, wir hören jetzt heute abzuhauen. Bitte Impuls. Energie. Das Vieh ist gleich tot. Wenn wir. Kommt weg! 1% Schild hat der Gegner noch, aber feindliches Schiff direkt hinter uns. Ja, genau. Und wir haben auch kein Schild mehr aktiv. Weiteres Schiff. Ja, genau. Sehr gut. Ja, echt nur abhauen und überleben gerade. Oh Gott, das wird. Hase und Igel spielen. Ja, nur sind unsere Systeme gerade nicht sehr fit. Ich sehe etwas Rotes. Rot ist, glaube ich, nicht gut. Systeme alle das unter 40%. Gut. Haben wir hier irgendwelche Anomalien, die uns helfen könnten? Bitte die Anomalie scannen. Hi, Captain, scanne Anomalie. Wieso sind Torpedos ausschalten, bitte? Hi, Captain. Schilde ausschalten. Hi, Captain. Oh, das sieht gut aus. Schilde gesenkt und Torpedos entschärft. Geschwindigkeit maximal auf 3. Mhm. Ich hoffe, die Anomalie kann man nutzen, um uns zu verstecken. Ich Anomalie gefährlich, Captain. Entlädt Schilde und verringert die Sensor. Naja. Wir haben hier keine Schilde. Das entlädt zwar die Schilde, genau. Mittendrin. Torpedos den sind nicht aktiv. Das gibt's dann nicht. Das gibt's dann nicht. Schilde bitte starten. Ja, Schilde. Das Schiff bitte scannen, die Waffen stören. Nein, Captain, Schilde bitte scannen. Schilde 26% des Feindes. 17%. Ja, gut, unsere Schilde starten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, Torpedo abfeuern, wenn möglich. Torpedo gefeuert. Bitte weiter Phaser feuern, falls. Schilde bitte des Feindes bei 0%. Bitte mehr Energie auf die Phaser. Hülle 38%, 22%. Genau. War eben aus unserer Reichweite. So. 4% und. Nun komm, gib ihm. Ich kann nicht feuern! Ja. Ja, ja, ja. 4%! Gut,
Und jetzt. Ja. Energie noch nicht auf den Fall. Jetzt kannst du. Ja, ich glaube, es hat noch keine Energie auf den Phaser, ne? Nein. Oh, bitte die Waffen nochmal stören. Bitte die Waffen stören wieder. Jetzt! Jetzt! Müsst weg sein! Ja, gut. Und fein Waffen weg. Stören. Du, bitte Schilde wieder senken. Hi, Captain. Und Torpedos ausmachen. Anomalie mit Klingone drin. Ja, da kommt der nächste. Da kommt der nächste. Unsere Systeme, wie sieht's damit aus? Können wir versuchen, den wegzufliegen? Ich versuch's. Bitte ein bisschen mehr auf die Antriebe. Phaser-Reichweite wieder verringern. Ist reduziert. Ja, gut. Antriebe Schaffter wird, Captain. Ja, genau, den Kunstfaktor scannen, das ist schon mal gut. Ich kann ihm nicht lange entkommen, der ist schneller als ich. Voraus. Weiteres Schiff voraus, Captain. Nach links abdrehen. Haben wir noch eine Möglichkeit, ein Impulsziel zu wählen? Ich weiß nicht, wie es jetzt auf den anderen aussieht, aber ich glaube. Bird of Prey. Da können wir nicht hin. Ich glaube, das waren schon alle. Wir können zurück zur Wolke. Doch, Planet Beta Orbit können wir. Planet Beta Orbit. Diese Möglichkeit besteht noch. Okay. Nochmal ein Schiff voraus, Captain. Und dort müssten wir 3,5 Minuten überleben. Also bitte Kurs auf. Captain Orbit kommt direkt auf uns zu. Ja, wir richten schon aus und versuchen zu entkommen. Können kommen, Captain. So, bitte Energie. Energie. Ich hoffe ich bloß, dass unser System das einigermaßen mithalten. Wir müssen noch 3,5 Minuten überleben. Das ist unser letzter Zufluchtsort. Werden momentan noch entgegenrepariert, ja. Zumindest schwanken die gerade zwischen Rot und Gelb immer. Ja, wieder Rot. Oh. Anomalie direkt vor uns scannen. Ja, bitte scannen. Oh, was kommt da? Was ist denn das? Ringsrum und uns rot? Captain, gefährlich, entgegen Schilde verringert Sendereichweite. Das heißt, wir sind nur auf 6,5 Kilometer. Oh, Captain, feindliches Schild voraus. Nach links wegdrehen, bitte, da haben wir mehr Spielraum. Weiteres Schiff voraus, Captain. Oh, das gibt's doch nicht. Dreher Highspeed links. Da können wir nicht hin. Scan das ist das rote hier. Da können wir nicht. Hoppala, sorry. Ouch. Macht nichts, alles okay. Noch der kann was in Reichweite von den. Ja. So, ich nehme an, die Reparaturen laufen noch, ja. Crews sind so rund um die Uhr in Einsatz. 1:30 noch. Was macht die Anomalie direkt vor uns? Die ist zwar gefährlich entlegt und geschildert, aber verringert auch die Sensor- und Scan-Reichweite. Das heißt, wir sind nur auf 6,5 Kilometer erkennbar. Wie wär's mit voll reinfliegen? Ja, genau. Weiteres Schiff direkt voraus. Oh, die steuern, ja. Die kesseln uns ein. Wobken 85% repariert. Boah, das gibt's doch nicht. Als wenn die riechen, wo sind. 1 Minute noch. Und wir können nirgendwo anders mehr hin. Wir könnten in Captain, die Bartholke. Schiff fliegt nee, in die Anomalie. Ja. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie sind unsere Energieverteilungsschilde. Ja, die werden das gleich sehen. 1 Minute Captain, noch. Schilde ist gesenkt. So, Schiff Schilde starten. Hi Captain, schade Schilde. Feindliches Schiff im Anflug. Werden wir schaffen, Captain? Ja, Torpedo scharf machen. Ich hoffe, bloß unsere Schilder dann relativ schnell. Und raus aus der Anomalie bezüglich der Entladung der Schilder. Captain! Ui. Bird of Prey! Start. Schießt uns! Bitte das Schiff stören, die Waffen Nahle stören, 30 Sekunden noch. Von Schilde 12%. Genau, da sind schon gestört. Das ja. Unsere Schilde, wie sehen sie aus? 6%. Unsere Schilde sind noch gar nicht da. Ja. Schilde mit dabei 35%.
Oh Gott, 13, 12. 1%. Oh Gott. Schilde startet. Nein. Mission aktualisiert, toll. Aber ohne Schilde ist schlecht, oh Gott. Höhle beschädigt, Captain. Ja. Evakuierung, Evakuierung. Ja. Oh, fiese Mission. Eieiei. Ja, und das. Ich bin jetzt erstmal befördert, aber. Oh, dafür wurdest du jetzt befördert? Ja. Vor allem, wir hätten jetzt nur noch warpen müssen. Also. Aber Warp war eben kaputt. Ja. Oh. Der Warp kam mal wieder gut am Schluss, aber also, ja. Ich weiß nicht, ob das hilft, ob wir die Flugzeiten besser abpassen können mit dem Reparaturstatus. Ja, das ist richtig das Problem. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir bis zum Schluss gewartet haben jedes Mal, da habt ihr besser einen Überblick. Aber jedes Mal, wenn ihr quasi losgeflogen seid, waren die Systeme sofort wieder auf 20% runter. Das Problem war immer eigentlich, dass wir eigentlich, also meines, so wie ich es jetzt getan habe, ich weiß nicht, dass wir eigentlich dann immer geflogen sind, wenn die uns eigentlich schon eingekesselt haben. Also eigentlich empfand ich es als der Drücker. Okay, nee. Ich weiß nicht, wie Mu das jetzt gesehen hat. Ja, es war ziemlich eng. Ja, deswegen, also okay. Vielleicht hätten wir irgendwo noch die 10 Sekunden, die uns jetzt gefehlt hätten, noch rauskitzeln können, ja. Also ich geb den Phasern saure. Ja, das glaube ich. Ja. Gut, okay, das war's dann aber erstmal für heute und wir sehen uns nächste Mal wieder, vielleicht dann mit der Mission, ja, in einem erfolgreichen Ende. Ja, ich hoffe auch. Ich schaue mir diesbezüglich auch nochmal. Dann sag doch mal tschüss. Ciao. Tschüss. Dann machen wir erstmal kurz noch 2 Minuten Pause. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Volli. Tommy. Zombie-Volli. Halt dazu noch die Geräusche. Der Ton, der passt perfekt. Brr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